So Leute, wir machen auch direkt weiter im nächsten Teil Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Ich bin im Moment in der Stadt Bergost, habe jetzt gerade diesen Feldeposts Wirtshaus besucht und dort ein paar Leute ärmer gemacht. Wir sind jetzt kurz davor, mit diesen Typen hier zu sprechen. Und das werden wir jetzt gleich mal machen, aber ich lege zunächst mal meine Rüstung an. Was in der Regel immer ein schlechtes Zeichen ist. Wenn ich das mache. Ja, wir sind ausgezeichnete Krüger und wir möchten auch gerne die Leibwachen deiner Herrin sein. Ich arbeite für Silke Rosena, sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwerküste, bla bla bla. Ein paar von Feldepost angeheuerte Schläger haben ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr Vorbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söldner, die sie beschützen. Für 300 Goldmünzen, was haltet ihr davon? Schauen wir uns die Geschichte mal an. Und dann gibt es jetzt ein gescriptetes Event. Tja, und dann gehen wir 10 Meter weiter und dann steht diese gute Frau vor uns. Diese achtbeste Musikerin der ganzen Schwertküste. Schauen wir mal, was die zu sagen hat. Ihr seid die einzigen Söldner, Garrick. Ihr scheint mir um die 300 Goldmünzen wert zu sein. Das hat euch doch mein kleiner... Yes. Sie mich bedrohen. Okay, einer von ihnen ist ein Magier. Gut, okay. Jetzt kommen auch schon diese Schläge daher, zufälligerweise. Schauen wir mal, was die zu sagen haben. Hier ist die Feldepost-Schlägertruppe. Schlag zu, wenn ich euch was sage. Wir sind gekommen, wie ihr es verlangt habt, und wir haben die sowieso. Versucht nicht, mich zu bedrohen. Ich werde keine leichte Beute für euch sein. Wovon redet ihr? Wir haben die Edelsteine mitgebracht, die ihr... Haltet den Mund. Es hört sich an, als ob die Alte uns ziemlich verarschen will. Ich mache jetzt aber trotzdem Folgendes. Ich stelle mich jetzt auf die Seite dieser Frau. Einfach aus dem Grund, weil die anderen Typen die wertvolleren Items bei sich tragen. Wenn ich jetzt diese Olle hier umbringe, dann bekomme ich davon nicht so viel. Und wenn ich diese drei Typen umbringe, eher schon. Außerdem bekommen wir dann immer noch 300 Gold. So, okay. Jetzt wird gebasht. Schauen wir mal. Wollen wir das Ganze auch überleben? Ja, hallo. Schläfst du oder was? Ist die Immun eigentlich dumm oder so? Sie sollen mit ihrem Pfeilen schießen. Okay, einer ist schon mal down. Das Gute an diesem dämlichen Schlägertrupp hier ist, dass die absolut keine Waffen besitzen und somit relativ unfähig sind. Und da ist auch schon der nächste tot. Ich hoffe jetzt mal, wir können die Situation so hinrennen, dass wir den dritten Typen auch noch massakrieren. Die hat hier zum Beispiel seinen coolen Trank dabei. Und noch ein Trank. Und noch ein Trank. Also wie ich das in Erinnerung hatte, gab es da eigentlich deutlich mehr. Vielleicht haben die das Ganze hier irgendwie geändert. Ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, ob es nicht mehr Sinn macht, doch diese gute Frau umzubringen. Ja, das hat sich im Gegensatz zum... ursprünglich Spiel doch alles ein bisschen geändert. Das Script ist auch ein bisschen anders. Ich glaube, im letzten Teil oder im ersten hätte sich dieser Garrick immer noch auf die Seite von Silke gestellt und jetzt nicht gesagt, Silke, gebiete Einhalt und so. Ich speichere jetzt nochmal kurz.
Allerdings bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ach shit, ich wollte eigentlich gar nicht speichern. Ich wollte eigentlich das Savegame neu laden. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Kohle von der Werte hier. Yeah, I'll get right on that. Hallo? Super, also unser Ruf hat sich nicht verschlechtert. Dafür haben wir 200 Gold gewonnen. Ob das so ein guter Deal war, ich weiß ja nicht. Yeah, yeah. Naja. What do you want? Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Save State. Nee, shit, kann ich jetzt nicht machen. Ob ich noch einen besseren Save State hab. Ich überlege jetzt kurz, ob ich dieses Miststück einfach umbringen soll. Probieren wir es mal aus, was dann passiert. Yeah, I'll get right on that. Ach ja, Scott ist hier beschäftigt. Bam. Mit dem bisschen publiken Zaubern da kann so viel Power gar nicht haben. Jetzt ist sie allerdings abgehauen in diese Wirtschaft. Aber wenn uns dieses miese Miststück so veräppelt, dann kann ich das gleiche mit ihr genauso machen. Bam! Jo, scheiß auf die Olle. Oh nee, jetzt kommt wieder der nächste Psychopater hier. Könnt davon ausgehen, dass ihr am Ende seid. Nehmt es nicht persönlich, aber ich glaube, eure Zeit auf dieser Schlammkugel ist hier abgelaufen. Warum tut ihr das? Ich habe euch nichts getan. Okay, wieder so ein Trottel, der gerne mit uns ein bisschen Streit anfangen möchte. Der hat aber ordentlich Power. Deswegen verpissen wir uns jetzt mal kurz lieber wieder. Was halt jetzt gar nicht geht in dieser neuen Enhanced Edition ist, dass uns diese Typen folgen können. Normalerweise konnte man einfach abhauen und die sind dann nicht nachgekommen. Jetzt können sie einen nachlaufen. Was so nett nicht ist. Yeah, what you got for me this time? Way ahead of you, boss. Huh? Top of my to-do list. Huh? What you got for me this time? Okay, wenn wir Glück haben, können wir diesen Typen ja ein bisschen verarschen. Oh, der scheint aber ziemlich hohe Widerstandsfähigkeit zu haben. Und eine hohe Rüstungsklasse. Shit. Okay, jetzt hat sich das Problem sowieso erledigt mit dem Safe State. Was machen wir jetzt da? Die Silke umbringen, ja oder nein? Können wir eigentlich später auch noch umbringen. Ja, what do you want? Allerdings verschiebe ich solche Aufträge nicht gerne. Naja, scheiß drauf, die bringen wir jetzt um und fertig. What you got for me this time? Hallo. Top of my to-do list. Ich hatte sowieso keine Chance. Geh gleich drauf. Und dann. Bam! Oder? Hopp ich. Wow! Nicht schlecht, gute Frau. So weit sollte man das Ganze nicht kommen lassen. Sondern lieber gleich mit nackter Gewalt feuern. Wichtig ist auch immer, diese Zauber zu unterbrechen mit möglichst viel schneller Trefferkraft. Und wenn man dann Glück hat, dann überlebt man das Ganze auch. Yes, hier gibt's 100 Gold, eine neue Stabschleuder plus 1 und einen Unverwundbarkeitsring, der absolut geil ist. Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich diesen Unverwundbarkeitsring für diesen Meuchelmörder hier drin einsetze, da der wirklich ziemlich schwer zu knacken ist. Allerdings werde ich es erstmal versuchen mit einer einfachen Runde Schlaf, vielleicht hier in diesem brennenden Zauberer. Wenn wir Glück haben, wartet dort ja kein Psychopath auf uns und wir können mal gemütlich die Nacht hier drin verbringen.
Yeah, I'll get right on that. Okay, welche Dienste könnt ihr einer Gruppe müder Reisender anbieten? Da schlafen wir doch noch gerne eine Nacht. Yeah, what do you want? Der Kerl hier, den schauen wir uns später noch an. Yeah, I'll get right on that. Und jetzt werde ich erstmal versuchen, hier diesen Meuchelmörder noch kurz zur Strecke zu bringen. Garrick hier, das ist auch ein Nichtspielercharakter, den kann man in sein Team aufnehmen. Der ist ein Barde und der kann dann die Gruppe mit seinen Bardengesängen hier ein bisschen bezaubern und verleiht uns ein höheres Charisma oder höheren Mut oder solche Dinge. Ich speichere jetzt nochmal kurz ab. Und dann werden wir gucken, ob wir diesen Bastard hier zur Strecke bringen. Ich denke sowieso, ist es besser, den außerhalb des Wirtshauses zu bekämpfen, weil man hier so wenig Platz hat. Und für mich als Fernkämpfer ist es immer besser, wegzulaufen. Na, kommst du nicht mit? Müssen wir dich wohl wiederholen. You got this coming! Where? Top of my to-do list. Okay, jetzt sollten wir uns ein bisschen klug positionieren irgendwie. Ich lasse jetzt ihn mal kurz an der Front und mit ihr gehe ich mal ein paar Meter weg. What you got for me this time? Es wird schwierig zu treffen, der Bastard. Yes, ein kritischer Treffer. Das merkt man immer dann, wenn der Bildschirm hier kurz so vibriert oder erschüttert ist. Dann hat man einen kritischen Treffer gelandet. Ja, jetzt ist er schon am Rumheulen. Und jetzt geben wir auch Vollgas. Das ist echt das Allerletzte, dass die Gegner hier in solche Gebäude abhauen. Haben wir den Bastard zur Strecke gebracht. Der gibt zwar nur 270 Erfahrungspunkte, allerdings eine schöne Rüstung. Ich frage mich immer, was sich die Leute denken, wenn hier plötzlich Fremde in ihr Haus reinkommen und alles mitnehmen und so. Aber vielleicht ist es auch bei denen irgendwie so üblich. Yeah, I'll get right on that. Huh? Ist ein bisschen eine Macke, das kann man den. Oh, ich bin einfach so überladen, dass ich nichts mehr tragen kann. Okay. Wir sind wie immer vollkommen hoffnungslos überladen. Was macht man in so einem Fall? Gut, ich schmeiß jetzt mal dieses Ding kurz auf den Boden. What you got from way ahead of you, boss? Da flackt hier noch die Rüstung rum. Dieses Kettenhemd hat Rüstungsklasse 5, aber Gewicht 40. Schauen wir uns mal das andere Teil an. Es hat Rüstungsklasse 4 und auch Gewicht 40. Gut, okay. Ach, das Kettenhemd ist ja schlechter. Naja, das haben wir mal weg. Scheiß drauf. Dann nehme ich lieber doch wieder meinen alten Schienenpanzer hier. Schauen wir uns noch kurz an, ob es in diesem Gasthaus hier noch was gibt. Ein paar versoffene Gestalten. Ein Wirt. Schauen wir mal, was der hat. Scheint ja ziemlich schäbige Kneipe zu sein. Die haben nicht mehr adlige Zimmer. Probier ich mal so ein Bier hier. Naja, okay, toll. Gucken wir mal, ob es im ersten Stock noch was gibt.
Way ahead of you, boss. Sieht aus, als könnte man hier ziemlich viele Sachen klauen. Huh? Muss ich wieder meine Rüstung ablegen. What you got for me this time? Way ahead of you, boss. Ich hoffe jetzt mal, mein Khazar steigt jetzt dann auch mal auf im Level, damit ich endlich mal mehr Aufbruch-Skills mir kaufen kann, also Punkte holen kann. Das kann man nicht öffnen, das Schloss. Gut ist, wenn man Schlösser knapp, gibt es auch jedes Mal 10 Erfahrungspunkte. Das summiert sich einfach schon auf mit der Zeit, denke ich mal. Der Typ hier unten steht ziemlich unbeteiligt da und schaut einfach diesen ganzen Diebstahl zu. Denn den können wir auch rauben. Top of my to-do list. Na, oder schaffen wir es, den zu beklauen? Schlafende Elf. Naja, irgendwie geht es im Moment anscheinend gar nicht. Komme ich wohl nicht so richtig hin. Okay, da gibt es noch ein, zwei Truhen. Da können wir später noch hingucken. Leo-Windspier. Ich habe euch noch nie gesehen. Ich will so viele Leute kennenlernen wie möglich. Man hört so viele Geschichten. Ich kann euch leider überhaupt nicht gebrauchen. Was könnt ihr so Backhaus erzählen? Wovon reden die Leute hier? Eisenknappheit. Oh, was Neues. Terrorm ist ein ausgezeichneter Schmied. Seine Schmiede ist immer noch gut ausgestattet. War deine große Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich würde einfach gerne was machen, damit der hier verschwindet und ich dieses Teil hier noch knacken kann. Ja, ist sowieso nichts drin, dann verpissen wir uns. So. Naja, vor so einer kleinen Dreckskneipe wie hier, da kann man natürlich auch nicht viel erwarten, weil wer nicht mehr adlige Zimmer hat, da kann man nicht davon ausgehen, dass da Leute drin wohnen, die irgendwie 10.000 Gold bei sich tragen. So. Sind wir doch schon wieder einen Schritt weiter. Hier drüben ist übrigens dann diese Schmiede, von der dieser Mensch gerade gesprochen hat. Da schauen wir jetzt auch mal rein, weil ich denke, wir haben noch ein paar Dinge. Was ist dann das Teil hier? Donnerhammers Schmiede. Wenn man diese Schmiede bei Nacht besucht, kann man auch ein paar Dinge klauen, weil dann diese ganzen Leute hier nicht mehr quasi bei der Arbeit sind und man kann dann seine Lust schön nachgehen. Die ganzen Dicken hier, die sind nur zur Deko da und der Hauptakteur hier ist der Typ hier, Theerum. Schauen wir uns mal an, was der so zu verkaufen hat. Aber erstmal werden wir wieder ein bisschen schrottlos. Das Gute ist, dass der so ziemlich alles kauft, der Typ. Ein Bastardspeer, Kriegshammer. Ach, diesen blöden Gürtelhaar, den schmeiß ich jetzt auch mal weg. Verkaufen. Wir können auch diesen Umhang identifizieren lassen, den wir vorher diesen Typen geklaut haben. Algorons Umhang, der gibt plus 2 Charisma, was ziemlich cool ist. Den kann man zum Beispiel seinen Hauptcharakter geben. Der Kampfstab hier, sein Kampfstab plus 1. Der ist zwar für uns nicht weiter interessant, gibt aber, denke ich mal, ganz guten Verkaufspreis. Top of my to-do-list. Ja, immerhin 200. Ich glaube, der kostet, wenn man ihn kauft, so um die 1400. Aber gut, was hat man denn schon für eine Wahl?
Der Typ hier hat eigentlich ganz coole Ausrüstungsgegenstände, zum Beispiel hier solche Pfeile. Plus 2 oder beißende Pfeile oder Eispfeile. Das sind richtig cool. Was könnten wir denn noch kaufen? Ich würde mal sagen, wir kaufen uns wieder Poppfeile. Als Dieb ist auch diese Schattenrüstung hier sehr cool. Die gibt noch ein paar Zusatzskills und hat eine hohe Rüstungsklasse. Naja, im Schatten verstecken plus 15 ist jetzt zwar auch nicht so spektakulär, aber meines Erachtens das geilste Item im Spiel oder eines der geilsten ist dieser Giftdolch hier. Den werde ich mir definitiv noch kaufen, da der nämlich Giftschaden erzeugt und das ist super, weil das dann alle paar Sekunden den Gegnern irgendwas abzieht. Jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne noch ein paar Standardpfeile gekauft. Die anderen Pfeile, die sind uns im Moment noch ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Weil es dann immer bloß auch 10 Stück oder so gibt. Und genau, dann füllen wir unsere Pfeile noch auf. Damit wir nicht auf dem Zahnfleisch plötzlich daher kriechen. Und der Khazar bekommt wieder seine schöne Rüstung. So, vielleicht gucken wir dann später hier noch vorbei, wenn es Nacht ist und wir diese ganzen Typen hier beklauen können. Ich habe die Hoffnung, dass das noch geht. Aber ich denke, ich muss jetzt wieder mal kurz einen Cut machen und wir sehen uns gleich im nächsten Teil. Bis dahin.